Herzlich willkommen zum 89. LEGO Stadtupdate. In unserem heutigen Video werden wir so einiges hier in unserem Strandbereich verändern. Dazu gehört zum einen, dass wir die verschiedenen Wasserschichten fertigstellen. Unter anderem möchte ich auch natürlich, dass der ganze Bereich mit Trans-Blue-Fliesen ausgestaltet wird. Ebenso will ich auch mit Hilfe der G-Slopes endlich die Wellen fertigstellen. Außerdem werde ich in dem heutigen Video den kompletten Sandstrand fertigstellen. Nicht nur, dass die ganzen Plates natürlich dann noch angehoben werden, sondern auch, dass quasi mit Hilfe dieser Dark Tan Plates dieser nasse Sand fertiggestellt wird. Dann muss natürlich auch noch hier die ganze Fläche erstmal fertig gebaut werden, aber jetzt kommen wir erstmal zu einem wichtigeren Teil, und zwar zu dem Bereich, wo ihr hier das Kreuz seht. Und zwar möchte ich in diesem Bereich hier eine kleine Felswand schaffen, worauf dann später ein Leuchtturm entstehen wird. Das Ganze möchte ich dann mit Hilfe auch vielleicht so eines kleinen Anlegestegs machen, wo dann quasi ein Boot von dem Sandstrand quasi andocken kann, dass eben auch die Leute, die darauf arbeiten, eben vom Land zum Leuchtturm kommen. Jetzt als ersten Schritt will ich mich aber erstmal darum kümmern, dass die ganze Unterkonstruktion sowie der Sandstrand fertiggestellt wird. Und hier seht ihr jetzt unseren ersten Fortschritt. Wie eben angesprochen, ist jetzt die komplette vordere Fläche, wo später das Wasser dann dargestellt wird, komplett ausgestaltet. Hier in dem Bereich ist es ja eh egal, weil da ja die Felswand drauf kommt, daher können wir da mit verschiedenen Farben von Plates arbeiten. Zudem seht ihr auch, dass natürlich jetzt der Sandstrand fertig ist. Ihr seht allerdings auch auf der Kamera wieder diese unglaublichen Farbabweichungen im Beige-Ton. Das ist in echt zwar auch der Fall, aber bei weitem nicht ganz so extrem, wo ich auch ein bisschen erleichtert bin, weil das kommt auf der Kamera hier wirklich viel, viel stärker rüber, als es in echt wirklich ist. Dann seht ihr jetzt auch hier die Mauer. Die werden wir quasi von der Seite bis zu der anderen Seite hier hinten komplett fertig machen, damit eben diese ganze Holzkonstruktion verkleidet wird. Dann möchte ich allerdings aber auch genauso wie bei der Mauer hier auf der Seite auch mit so verschiedenen Arten von Efeu arbeiten, die wir dann wieder mit Brick Modifieds an der Wand befestigen werden. Zudem habe ich weder die Zaunelemente noch die Pöller da, um diese Mauer quasi komplett fertigzustellen. Mir geht es jetzt aber sowieso erstmal nur darum, dass dieser Bereich schon etwas fertiger aussieht, und die Zaunelemente können wir ja in einer der nächsten Folgen einfach mal so nebenbei einbauen. Jetzt als nächsten Fortschritt will ich mich hauptsächlich darum kümmern, dass wir die Trans-Blue-Fliesen auslegen und mit dem Berg anfangen. Und hier seht ihr jetzt den Beginn meiner Felswand. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich natürlich erstmal hier auf die fertige Wand eingehen, die ich jetzt mit Hilfe der ganzen Masonry Bricks gebaut habe. Natürlich habe ich auch, wie eben angesprochen, hier so eine kleine Efeu-Stelle eingebaut. Ich hatte jetzt einfach nur nicht die Zeit und die Lust dazu, es an weiteren Stellen noch einzubauen, aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Dann werden wir natürlich auch eine Treppe einbauen müssen, die will ich aber etwas größer gestalten und nicht so klein wie hier in dem Bereich, sondern die soll quasi mehr von zwei Seiten runtergehen, und vielleicht baue ich auch mehrere Treppenabgänge ein. Aber jetzt kommen wir erstmal hier vorne zu dem Beginn bzw. dem Umriss unserer Felswand. Zum einen seht ihr natürlich, dass ich die Trans-Blue-Fläche deutlich erweitert habe, allerdings fehlen mir natürlich jetzt einige von diesen G-Slopes, die habe ich mir jetzt erstmal dafür aufgehoben, um quasi die Wellen um diese Felswand darzustellen. Dann seht ihr auch noch hier so einen kleinen weiteren Hügel bzw. Berg, worauf eine Möwe sitzt. Natürlich gilt es jetzt, diese Felswand deutlich nach oben zu ziehen und auch die Trans-Blue-Fläche draußen so gut es geht fertigzustellen. Ich würde sagen, damit habe ich einiges zu tun und ich melde mich jetzt sofort bei euch wieder. Und hier jetzt mein nächster Fortschritt. Und wie ihr seht, hat sich schon einiges an dieser Wasserfläche getan, aber wir fokussieren uns natürlich jetzt erstmal auf die Felswand. Wie ihr seht, habe ich natürlich mit Hilfe von den Dark Blue Gray Slopes die Felswand schon deutlich weiter nach oben gezogen und auch mit Hilfe der sandgrünen einmal einer Bricks so ein bisschen Kontrast reingebracht. Ich glaube allerdings, dass der größte Fortschritt hier hinten bei diesem Aufgang liegt. Und zwar habe ich mit Hilfe von verschiedenen Cut- und Wedge-Plates diesen Aufgang quasi dargestellt. Der führt dann quasi nach hier oben und endet dann quasi auf der Höhe. Ich denke nicht, dass wir das noch höher bauen, sonst glaube ich, würde der Leuchtturm dann zu hoch sein. Hier unten habe ich ein Fertigelement eingebaut, wo dann quasi das Boot hier andocken kann. Ich kann das allerdings noch austauschen, allerdings fand ich das gar nicht so schlimm, aber lasst mich da gerne mal eure Meinung zu wissen. Jetzt als nächstes will ich natürlich die Felswand deutlich nach oben ziehen,
und dann melde ich mich damit wieder, wie es dann oben drauf weitergeht und wie wir quasi den Abschluss dieser Felswand bilden. Und hier seht ihr jetzt eigentlich die fast fertige Felswand. Natürlich habe ich jetzt alles hier ordentlich mit den Slopes nach oben gezogen und als Abschluss habe ich hier mit einmal zweier Slopes in Dark 10 gearbeitet. Ich fand das eigentlich einen sehr netten Kontrast, der quasi diese Felswand zum Abschluss bringt. Dann habe ich, wie eben angesprochen, schon damit begonnen, dieses Plateau darzustellen. Das habe ich mit Hilfe von diesen Cutplates in Olivgrün geschaffen. Die haben ja quasi immer diese abgekattete Ecke, mit denen man perfekt es schafft, hier quasi anlang der Felsen quasi eine Formation zu schaffen. Das heißt, ich werde quasi mit diesen Cutplates immer Jahr an Hand der Felswand lang gehen, sodass wir eben eine Fläche bekommen. Außerdem seht ihr natürlich auch, dass zwei von denen immer eine perfekt geschlossene Lücke geben, wodurch wir eben natürlich so gut es geht diese Fläche geschlossen kriegen. Dann möchte ich auch eine so gut es geht stabile Unterkonstruktion schaffen. Das heißt, ich werde unten drunter mit circa zwei Schichten Plates arbeiten, dass das hier wirklich verdammt gut hält. Jetzt gilt es natürlich einfach nur diese Fläche darzustellen und ihr seht schon, das passt hier eigentlich ziemlich gut rein. Die ganzen Farbtöne funktionieren sehr gut mit dem Dark Tan und mit dem Olivgrün. Also ich würde sagen, ich melde mich mit dem letzten Fortschritt für heute bei euch wieder. Und hier seht ihr jetzt unser finales Endergebnis von unserem heutigen Stadtupdate. Wie eben angesprochen, habe ich jetzt einfach nur die komplette Fläche fertig gebaut. Überall, wo jetzt noch diese Cutplates oben drauf sitzen, sind einfach kleine Lücken. Das liegt einfach daran, dass ich nicht genug von den einmal einer Plates in Olivgrün da hatte. Jetzt, wenn man aber quasi mal diese Felswand von etwas weiter weg betrachtet, finde ich, dass die Felswand doch hier ziemlich gut in diesen Bereich reinpasst. Jetzt als nächstes habe ich quasi mal hier einen kleinen Pick-a-Brick-Becher vorbereitet, also quasi Standardgröße, und den hier draufgestellt. Der soll dann quasi den Leuchtturm darstellen, ob natürlich die Größe exakt so bleibt. Ich denke natürlich, dass der Leuchtturm deutlich höher wird, auch von der Breite her denke ich nicht, dass der genauso groß wird. Aber ich glaube, ihr könnt euch jetzt hier einfach mal vorstellen, wie das hier im Gesamtbild dann aussehen könnte. Ich habe auch vor, hier in dem Bereich vorne noch so ein kleines Häuschen darzustellen, aber lasst gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da, wie ihr das gestalten würdet. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende unseres heutigen Videos. Was denkt ihr denn über den finalen Strand und über die Felswand, worauf der Leuchtturm kommen wird? Lasst es mich doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann zeigt mir das Ganze doch gerne mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, macht es gut und tschüss.